Danke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Jahren haben wir in Deutschland stabile Wachstumsraten. Und Kollege Kemmerich, da von lahmender Wirtschaft zu sprechen, ist doch ein wenig mutig. Ich habe eher den Eindruck, seit 14 Jahren höre ich dieselben lahmen Argumente der FDP in diesem Zusammenhang. Also vielleicht ein bisschen genau hingucken, so schlecht ist die Lage nicht. Worauf ist es eigentlich zurückzuführen? Das ist doch die spannende Frage. Und Herr Kemmerich und liebe Kolleginnen und Kollegen, es waren die steigenden Löhne, es war die Inlandsnachfrage, die inzwischen zum Motor der Wirtschaft geworden ist. Das ist Tatsache. Das hat unser Wirtschaftswachstum verursacht. Und meine Damen und Herren, ich erinnere mich gerne auch an die Argumente, die immer gegen Lohnerhöhungen eingeführt wurden. Da wurde gesagt, Lohnerhöhungen führten zu einer Lohnpreisspirale, zu steigenden Preisen. Haben Sie sich mal überlegt, wie die Preise zurzeit sind? Wir sind unter dem Niveau, das die EU vorsieht für Inflationsraten. Also wir haben da überhaupt kein Problem. Das nächste Argument, wir hätten, wenn bei Lohnerhöhungen würden die Exporte gefördert, wir hätten Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit. Haben Sie sich mal angeguckt, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen ist, die gerade im Ausland in Konkurrenz sind? Die sind ausgezeichnet. Also ich kann nur sagen, meine Damen und Herren, da haben wir kein Problem. Wir haben allerdings ein anderes Problem, nämlich, dass diese Lohnentwicklung nicht für alle sichtbar ist. Gerade bei den unteren Löhnen haben wir einen riesen Nachholbedarf. Und deshalb kann ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, nur auffordern, horchen Sie auf Ihren Finanzminister, machen Sie endlich einen Mindestlohn von 12 Euro. Das stabilisiert die Konjunktur in diesem Land und führt vielleicht auch dazu, dass wir über die 1% Wachstum wieder hinauskommen, die prognostiziert sind im Bericht. Im Übrigen, Herr Altmaier, gibt es ja auch ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das sagt, es ist ein wenig nach unten gerechnet, vielleicht deshalb, weil Sie dann hinterher sagen können, wir waren besser als prognostiziert. Das ist vielleicht auch zwar eine nicht schöne, aber auch eine Methode. Meine Damen und Herren, wir haben tatsächlich das Problem, dass nach wie vor die Löhne unten zu niedrig sind und deshalb ist hier auch ein Schlüssel für weiteres Wachstum. Zweite Bemerkung. Also, so leicht konnte ich Sie doch nicht rauslassen. Ihre Fraktion hatte jetzt nun über weitere Steuersenkungen im Unternehmensbereich nachgedacht. Sie wollen tatsächlich für die Unternehmen die Steuern senken. Ja, warum denn? Vorsorglich, denen geht es ja blenden, sagen Sie ja selber. Aber haben Sie sich eigentlich die Zahl der letzten Jahre angesehen? Und Sie auch, meine Damen und Herren. Die Investitionsquote, also das, was die Unternehmen von ihrem Gewinn für Investitionen verwenden, lag im Jahr 1991 bei knapp 50%. 50% von dem, was sie hatten, haben sie investiert. Im Jahre 2017 nur noch bei 9%. Also es konnte nicht daran liegen, dass die zu wenig Geld haben. Durch Steuersenkungen haben die noch mehr, investieren aber deshalb nicht mehr. Deshalb kann ich nur sagen, da fehlt es wirklich nicht am Geld. Im Übrigen, Herr Herrenknecht ist heute schon genannt worden. Ich möchte Ihnen, Herr Altmaier, das ganze Zitat zum Besten geben, weil es, glaube ich, sehr spannend ist. Herr Herrenknecht, übrigens ein sehr erfolgreicher Baden-Württemberger Unternehmer, der baut die großen Maschinen für die Löcher in den Tunnels. Na, man kann sich das auch ansehen. Hat mal die Ehre gehabt, 6 Stunden neben ihm zu sitzen im Flieger. Vielleicht hat das auch ein bisschen gewirkt, denn das Zitat gefällt mir sehr gut. Er hat nämlich gesagt, wörtlich, ich zitiere, wir müssen dringend die unteren Lohngruppen entlasten. Stattdessen diskutiert die CDU über niedrigere Unternehmenssteuern in einer Phase, wo es der Wirtschaft so gut geht. Das ist die falsche Reihenfolge. Zuerst muss unten entlastet werden. Die unten denken, dass die oben spinnen. Herrenknecht, Herr Altmaier, hat er recht? Spinnen die da oben? Dann würde ich mal mit Ihrer CDU-Fraktion reden. Er fordert übrigens weiter, der Herr Knecht. Viel wichtiger wäre es, das Geld in die Schulen zu investieren. Schon wenn man die Gebäude anschaut, wird man verrückt. Wir brauchen Laptops für die Schüler und Lehre in allen Schulen. Recht hat er. Übrigens ein Mitglied der CDU, Herr Altmaier. Ein Mitglied der CDU. Allerdings hat er jetzt, glaube ich, seine Mitgliedschaft ruhend gestellt. Vielleicht überlegen Sie mal, warum. Es fehlt bei Bildung, bei öffentlicher Verwaltung, es fehlt bei Pflege, es fehlt im öffentlichen Wohnungsbau, bei öffentlicher Infrastruktur. 57 Milliarden Euro, schätzt die Eisenbahngewerkschaft, fehlt allein bei der Bahn. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau sagt, 159 Milliarden fehlen den Kommunen. Der Investitionsrückstand hat diese Höhe. Wir brauchen keine Steuergeschenke für Unternehmen. Wir brauchen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, meine Damen und Herren. Und zwar dringend und mehr, als Sie davor haben. Dritte Bemerkung. Wo wollen wir eigentlich industriepolitisch hin? Nach wie vor, Herr Minister, bleiben die angekündigten
die angekündigte Strategie bleiben Sie schuldig. Nochmal, Herr Herrnknecht, er ist einfach gigantisch. Er sagt, die Chinesen legen mit ihrer Seidenstraße eine wirtschaftspolitische Vision vor und wir haben nicht mal eine Antwort darauf, geschweige denn ein eigenes Konzept. Dringender Nachholbedarf, da muss was geschehen. Meine Damen und Herren, eine letzte Bemerkung. Im Jahreswirtschaftsbericht schreiben Sie, Zitat, der Leistungsbilanzsaldo ist für die Bundesregierung keine wirtschaftspolitische Zielgröße. Zitat Ende. Die weltweite Kritik, dass Deutschland seit Jahren bei weitem mehr exportiert als importiert, ist Ihnen also Schnuppe. Haben Sie das eigentlich mal mit Herrn Trump diskutiert? Ist es nicht gerade die Ursache dafür, dass Trump wegen unserer großen Überschüsse, die wir im Außenhandel erzielen, jetzt Steuerpolitik betreibt? Ist das nicht der Hintergrund des Problems, dass wir weltweite Probleme kriegen, weil das ein oder andere Land, auch die Chinesen, bei weitem mehr verkaufen, als sie importieren und damit andere in Schwierigkeiten bringen? Wenn Sie sagen, es ist Ihnen Schnuppe, ist Ihnen übrigens auch die Gesetzgebung des Bundestags Schnuppe, weil wir dort eben ein Gesetz haben, das vorschreibt, dass wir ausgeglichene Handelsbilanzen als Ziel staatlicher Wirtschaftspolitik haben. Sie ignorieren das einfach. Und ich muss sagen, Herr Altmaier, das finde ich schade. Mit einer solchen Politik und aufgrund dessen, was daraus folgt, gefährden Sie Wachstum und Wohlstand in Deutschland und in Europa. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Kerstin André.